Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Aterra. Ich bin jetzt gerade wieder auf dem Server und mit dabei ist leider nur als Stümpchen im Hintergrund der Dynamix. Hallo, hallo. Hallo. So, ich bin Ja, hier du noch. hast dich ja in der letzten Folge eingebaut, das habe ich noch gar nicht gesehen, was du da genau veranstaltet hast, Genau. aber. Ich grab mich hier mal raus. Ich brauche eine Schaufel, na toll. Und es ist Nacht. Hey, mache ich gleich wieder zu. Okay. Oh Gott. Ich muss jetzt erstmal das Inventar irgendwie ein bisschen Aussortieren. aussortieren, ja. Am besten Ja, ich mache da mal eine wir haben gerade Lava ja schon mal ein drüber. bisschen überlegt, was wir dann jetzt oder was du jetzt als nächstes so anstellen musst. Und da steht natürlich an erster Priorität der Umzug an einen anderen Ort, weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass nach dem Wochenende jemand auf die Idee kommt, dahin zu gehen. Genau. Und deswegen packe ich jetzt erstmal meine 7 Sachen und schmeiße einfach mal alles weg. Das brauche ich nicht. Pfeile, ja, kann ich mal machen, noch ein paar. Obsidian brauche ich eigentlich auch nicht, ne? Obsidian, das war ja letztes Mal schon die Überlegung. An sich brauchst du es nicht mehr. Wofür? Ja, eben. Den Verzauberungstisch hast du dabei. Genau. Und was anderes damit bauen kannst du eh nicht. Ein Netherportal darfst du nicht bauen. Ja. Ja, dann schmeiße ich es weg. Da mache ich Pfeile draus. Da Knochenmehl. Brauchen wir jetzt nicht Du wirst zwingend, wahrscheinlich oder? nichts anpflanzen, also wirst du es nicht brauchen. Nee. Okay, dann in der Kiste haben wir noch drin. Den ganzen Kram. Oh Gott, wie soll ich das alles mitnehmen? Also. Workbench haben wir schon eine, dann kann die weg. Eine Kiste reicht eigentlich auch, weil ich kann eh nicht so viel mitnehmen. Ja, okay, Kisten könntest du ja stacken, das wäre gar nicht so schlimm. Ja, aber dann kann ich halt. Moment, Dann Dreck. packst du sie auch nicht so voll. Ja, genau, eben. Dann muss ich schon von Anfang an sparen. Bücher, Bücher. Zuckerrohr. Ach so, da habe ich noch ein bisschen Eisen. Das kann ich eigentlich mal eben in den Ofen tun. Dann kann das da mal durchbrutzeln. Ja, du wolltest noch nach Nahrung gucken, übrigens nebenbei, ne? Ah ja, stimmt, stimmt. Okay, wir haben noch 10 Hähnchen. Dann noch ein bisschen Steak. Äpfel. Ach, ich könnte noch ein paar goldene Äpfel machen. Soll ich das mal machen? Ja, die könntest du auf jeden Fall machen, weil dann hättest du auf jeden Fall gegebenenfalls die Äpfel alle weg. Genau. Und Gold eventuell weg. Genau. Okay. Oh, Mist, nochmal. Nein, das war falsch. Na gut. Ich krieg das noch irgendwann hin. Ja, dann ist ja gut. So und dann so. Hey, und dann muss ich dann loslassen? Nee, nochmal. Was willst du jetzt wieder gleichmäßig Ja, verteilen? genau. Ja, du hältst es mit der Maus gedrückt und ziehst das dann einmal, wenn du das ja rummachst, einmal im Kreis rum. Ja, genau. Und dann? Aber wenn ich dann loslasse, dann ist es wieder weg. Wie muss ich Nee, das dann? eigentlich nicht. Eigentlich musst du dann auf dem letzten Feld einfach stehen bleiben mit der Maus und dann loslassen. Okay, nochmal. Nee, dann nimmt es bei mir wieder alles zusammen. Gut, ist egal, dann mache ich das jetzt einzeln. Verstehe ich nicht. Na, na, nö, so. Ja, ich sag da jetzt lieber nichts zu. Nee, aber das ist gut, weil das geht genau auf. Nee, Mist, ich brauche noch einen Apfel. Nein. Ich habe gedacht, jetzt bin ich's los. Mist. Na gut. Die Kohle kann ich eigentlich auch mal stacken. Zu Kohleblöcke. Blöcken. Also bei mir funktioniert das nicht. Was mit dem gleichmäßig verteilen, Ja. oder? Komisch. Ja, ich verstehe es auch nicht genau, wie das jetzt funktioniert. So.
Was habe ich noch? Genau, Rest Kohle. Ach, ich brauche noch mehr, okay. Hast du jetzt eigentlich in die Konfi geschrieben? Ja, gerade eben. Ah, super. So. Jetzt kann ich das mitnehmen. Das kann ich mitnehmen. Die Bücher. Die nehme ich erstmal raus. Dann wollte ich Sticks machen. Ja, auf jeden Fall musst du ordentlich Platz sparen jetzt. Oh ja. Und aus den Sticks mache ich dann nochmal Pfeile. Dann ist das nämlich auch weg. Woraus macht man die Pfeilspitzen nochmal? Pfeilspitzen ist doch eine Feder. Ach ja, Feder. Ein Stick und eine Kohle, oder? Nee, oder nee, Ach, Flint nee, war nee, das. Flint. Ein Flint, genau. Ich weiß es zwar nicht, in welcher Reihenfolge. So? Nein. Nee, so. Flint, Holz, Feder, oder? Ich hab's gerade. Und dann den Rest Federn schmeiß ich weg. Wie viele Pfeile hast du jetzt? 51. Ja, das ist ja schon mal etwas. Genau, das dürfte erstmal reichen. Okay. Ich weiß es nicht, brauche ich zwei Lava? Nicht unbedingt, oder? Nicht zwingend, ne. Okay. So, was kann ich noch wegwerfen? Ich glaube, die heutige Folge verbringst du nur mit Sortieren. Ja, das kann gut sein. Ach, hast du eigentlich die Timer? Ja. Ah, super. Ja, okay, das kann ich eigentlich auch wegschmeißen. 2x64 Dirt brauche ich nicht. Nicht? Nee, die Fäden. Aber das ein schönes, großes Feld machen. Ach ja, ich wollte ja einen Bogen machen, ne? Ja, aber den müsstest du auch verzaubern dann direkt. Oder noch nicht benutzen. Ja, aber dann kann ich schon mal, weil ein Bogen reicht. Aber dann hast du den auf jeden Fall. Dann hast du den auf jeden Fall dabei. Und dann schmeiße ich die Fäden weg. Die Zuckerrohr ist jetzt natürlich ein bisschen doof mit Zweien. Meinst du, da finde ich noch welche? Zwei Zuckerrohr. Ja. Also ich bräuchte halt noch eins und dann kann ich noch... Hey, ich habe das weggeworfen. Dann könntest du... Weg. Ja, eins, dann könntest du auf jeden Fall wieder ein Buch machen. Mist, das will alles nicht verbrennen. Geh weg. Und weg. So, jetzt aber. Dann muss ich das hier wieder mitnehmen. Und das hier wieder mitnehmen. Und ich habe schon wieder keinen Platz mehr. Oh Gott. Ja, das ist jetzt eines der größten Probleme, glaube ich, der Platz im Inventar. Oh ja. Ja gut, das eine Holz brauche ich nicht. Ansonsten so eine Sache wie eine Schaufel oder so, das würde ich dann auch eher zurücklassen, als dass du dann irgendwas Wichtiges zurücklässt. Ja, dann lasse ich die Schaufel mal da. Und nehme die Lava mit. Und dann Öfen. Hatte ich die jetzt weggelegt? Ja, na toll. Oh, da sind noch ein paar... Ach, dann kann ich noch Eisenblöcke machen. Ja, okay. Machen. Also Öfen kannst du ja einfach neu bauen, das ist ja nicht schlimm. Ja, nur ich habe jetzt meinen ganzen Kobbel weggeschmissen. Ja, okay, da kannst du ja schnell irgendwo anhaken. Okay. So. Truhe kann ich dann eigentlich auch neu machen. Die Pilze, soll ich die jetzt mitnehmen? Ja, wirst du einen Pilzsuppen machen? Eher nicht, oder? Nee, ich ja, ich glaube auch eher nicht. Eher kannst du ein paar Tiere nochmal schlachten oder genau. So. Oh, ich hype natürlich immer das Falsche auf. So. Okay, dann warte ich jetzt noch eben, bis hier... Ach, ist schon fertig. Ja, also für die Zeit nebenbei noch, du hast noch über 5,5 Minuten. Ne? So... Nein, ich will die Kiste. Ich will die Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Hier, Kiste. Okay, dann gehe ich jetzt raus. Ja, an sich dürfte doch sogar wieder Tag sein jetzt, oder? Es ist auch Tag. Jetzt
brauche ich nur eben die Erde hier rein. Okay, hier mache ich mal überall wieder zu. Und jetzt mache ich noch die Fackel hier weg. Und die hier auch. So. Okay, in welche Richtung gehe ich? Ja, weiß ich nicht. Du hast noch 4 Minuten 40. Dann gehe ich einfach mal geradeaus. Das kann jetzt nicht so schlecht sein. Allerdings wechsle ich aufs Schwert. Hey, hier ist wieder Sumpf. Und ein Schaf. Ich habe aber keinen Platz für Wolle. Das ist doof. Oh, ein Schleim. Hallo, Schleim. Ja, das ist die Frage. Möchtest du jetzt das Biom wechseln? Möchtest du nur den Ort wechseln? Oder? Also, das Biom ist ja im Grunde relativ egal. Da wechsle ich lieber. Ja, das stimmt schon. Nur eine Wüste sollte es vielleicht nicht gerade gehen. Ja, genau. Da vorne ist wieder Buchenwald. Aha. Da ist ein Tier gerade gestorben und hat irgendwelche Sachen hinterlassen. Dann gehe ich. Von mal, alleine gestorben? Also, ich weiß nicht. Es lagen hier die Sachen so rum. Was ist das? Hier geht's rein in den Berg. Da hat irgendjemand sich reingegraben. Dann solltest du da auf jeden Fall noch weglaufen, oder? Ich gehe mal kurz rein. Also, du hast noch 3 Minuten. Meinst du, da hat jemand eine Falle hingestellt? Keine Ahnung. Soweit ich weiß, sind die Leute, die Fallen bauen wollten, nicht dazugekommen. Okay, da geht's ganz tief runter. Ja, da gehe ich jetzt nicht rein. Und draußen ist ein Enderman. Na toll, da wollte ich jetzt eigentlich in den Berg reingehen. Ist ja gemein. Dann laufe ich jetzt aber. Oh, da ist die Wand. Oh. Hey. Endlich wieder an der Wand. Yippie, da wollte ich schon immer mal wieder hin. Wow. Mist. Ich wollte eigentlich ins Wasser springen, bin aber so daneben gelandet. Na gut. Aber du lebst noch. Ich lebe noch. Hüpf. Hö, was ist hier denn? Das sieht ja cool aus. Hier schweben Blätter in der Luft. Okay. Wow. Boah, ich falle hier dauernd fast in irgendwelche riesen Spalten rein. Da gehe ich lieber weg von. Oh, hey, eine Höhle mit Zombies. Schnell weg. Wie lange habe ich noch? 2 Minuten. Okay. Das dürfte doch hinzukriegen sein. Ich laufe noch ein bisschen. Ah, hier ist wieder Prärie. Dann würde ich sagen, hier gefällt es mir ganz gut. Hast du deinen Ort gefunden? Ja. Dann grabe ich mich hier mal rein. Mit der Hand dauert es jetzt zwar ein bisschen länger, aber gut. So, und mach hinter mir wieder zu. Ja, hast noch eine Minute Zeit, also. Okay, dann stelle ich dabei meine Sachen auch ein bisschen auf. Na. Ich hatte ja die Kiste mitgenommen, genau. Dann kann ich dabei mal so die Bücher und so reinhauen. Und meinen Namen. Ah, nein, so nicht. So. Wie lang noch? 30 Sekunden. Okay. Disconnect. Ja, dann sind wir in dieser Folge eigentlich nur umgezogen und haben ein bisschen Müll entfernt, richtig? Ja, aber das muss ja auch mal sein. Vor allem wärst du jetzt so unvorbereitet umgezogen, dann hättest du jetzt sortieren müssen. Das wäre ja auch nicht besser. Oh ja. Und so habe ich jetzt den ganzen Ballast einfach dagelassen.
Und jetzt geht's auf in ein neues Abenteuer. Mehr Alles oder klar. weniger. Okay. Bis dahin. Tschüss.